Herr Lutz, ich habe hier die Besta gehabt von Rivacolt und heute geht es um diese Fernsteuerung. Wenn ihr das Kühlaggregat auf der hinteren Seite habt vom Kühlraum, dann seht ihr hier nicht die Temperatur, ihr seht nicht zu diesem Display und durch das gibt es diese Möglichkeit von diesem Aggregat hier jetzt mit der 5 Meter Leitung. Es gibt auch längere Leitungen dazu. Und das Aggregat hat ein Magnet drin, also ich kann das hier so an die Kühlzelle klatschen und dann habe ich schon fast montiert. Ich weiß nicht, ob man es dann in Zukunft noch ein Stück Kleber drunter macht und so montiert. Ich habe jetzt hier eingeschaltet, also ich kann hier die Kühlzelle einschalten, on, off, aber ich stecke die jetzt aus, trenne die von der Spannung. Was muss ich machen? Ich habe hier unten 5 Schrauben. Ich habe die bereits gelöst. Also ich kann das unten aushängen und dann hier oben ist es auch eingehängt, kann ich das ganze Frontpanel wegnehmen. Und hier habe ich diese Steuerung drunter. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann dieses Display auf der Seite auch demontieren. Das heißt, ich löse hier oben diese Schraube. Hier oben diese Schraube. Und hier diese 2 fetten Schrauben. Somit das ganze Seitenteil wegnehmen, wenn es montiert ist. Ein bisschen einfacher als hier. Ich kann diese Schraube hier, die hintere, lösen. Die vordere ein bisschen anlösen. Und das Ganze auf der anderen Seite auch die obere Schraube lösen, 2 fetten Schrauben lösen, auch hier auf der Seite die 2 Schrauben lösen. Mir hat jetzt zwar einer erklärt, ich kann das auch ohne dies machen und hier komme ich zu diesem Display. Hier sehe ich dieses Display, ich habe mir aber einer erklärt, ich kann das aushängen so, nur so komme ich besser dazu. Ich kann dieses Display ausstecken und von dem neuen Display seht, ich habe das jetzt hier ausgesteckt und hier auf der Seite habe ich diese Gummi drin. Diesen Gummi nehme ich raus. Ja, und wenn er runterfällt, ist er weg. Und ich habe hier diese Stopfbüchse. Das heißt, ich kann hier mit diesem Stecker von der Fernsteuerung hier reinfahren. Müsst an sich gehen, nur mit einer Hand filmen und mit der anderen halt reinfahren. Also nacheinander rein, das geht eigentlich schon. Ihr seht das, mit 2 Händen ging das besser. Ich fahre mit dem Kabel hier runter und stecke das hier die Masse ein und hier das Steuerkabel. Kamera weggelegt und so wir sehen das jetzt hier, ich habe das lange Kabel, ich habe es hier oben nicht durchgeführt und wenn ich jetzt hier wieder Strom drauf gebe, sehen wir, wie das Display zuerst leuchtet. So habe ich das ganze Display extern und ich kann das extern montieren.
und ausgeschaltet. Ich kann jetzt hier die Kühlzelle einschalten. Ja, das mit dem Kühlzelle einschalten, muss ich ein bisschen länger drücken. Nochmals ein bisschen länger drücken, es ist jetzt... Ihr seht jetzt, hier ist das Display extern. Jetzt fängt das Teil an zu laufen. Ich kann es auch hier wieder ausschalten, lange drücken. Zur Steuerung selber, was man da alles machen kann, über Fernwartung, über Bluetooth-Anbindung ans Handy, komme ich später dazu. Im Beschrieb unten verlinke ich euch mein Katalog, die Preisliste auf die Homepage und die externe Steuerung zum Aggregat, ist also kinderleicht selber zu montieren. Hier oben mache ich euch ein Video zu diesem Stopferteil, auch ein Zubehör zu diesem Bestaggregaten. Ich habe ja von Rivacold auch einen Ständer bekommen und ich mache euch einen Link über Google Street View, dass ihr bei mir in den Laden kommen könnt und mein Laden, meine Ausstellung zu besuchen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Video gemacht. Lange. Ah.